Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie das SADP-Tool und die Guarding Vision Software benutzen können, um Ihre Anlage zu konfigurieren. Das SADP-Tool und die Guarding Vision finden Sie über die Download-Links in unserer Anleitung zum Herunterladen. Die Programme helfen Ihnen dabei, zum einen bei der Zweidraht-Variante, aber auch bei der LAN-PoE-Variante die Geräte in Ihrem Netzwerk zu erkennen. Hierzu ist es wichtig, dass Sie bei der Zweidraht-Variante den Audio-Video-Verteiler vorab mit einem LAN-Kabel mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden und sich der PC im selben Netzwerk befindet. Bei der LAN-PoE-Variante verbinden Sie den PoE-Switch mit Ihrem Heimnetzwerk über ein LAN-Kabel. Wichtig ist auch noch vorab zu erwähnen, dass für die Einrichtung über die SADP-Software und die Guarding Vision das WLAN abgeschaltet ist an den Innenstationen, da sonst die Geräte, wenn die Anlage mit einem LAN-Kabel angeschlossen ist, doppelt hier angezeigt werden. Wenn Sie das Programm installiert haben und es das erste Mal starten und alles wirklich richtig angeschlossen ist am Audio-Video-Verteiler oder am PoE-Switch, dann zeigt Ihnen das SATP-Tool alle Geräte an, die sich im Netzwerk befinden und über das HIG-Protokoll kommunizieren. Die Innenstationen werden im SATP-Tool bei uns als VDM 10-IS angegeben. Und zwar IS für Innenstation und die Außenstationen werden bei uns als VDM-10-VM für Videomodul angegeben. Mit dem SADP-Tool können Sie nun, wenn bei der Einrichtung mal etwas nicht funktioniert hat, normalerweise ist es ja so, dass wenn Sie an der Innenstation die Einrichtung durchführen, die Außenstation das Passwort, das Sie an der Innenstation vergeben haben, übernimmt. Wenn das mal nicht funktioniert hat, können Sie im SADP-Tool hier über das Setzen eines Haken neben dem zu aktivierenden Gerät, in unserem Fall wäre das dann das Videomodul, die Einstellungen auf der rechten Seite von diesem Gerät aufrufen. Wenn das Gerät nicht aktiviert werden konnte über die Einrichtung der Innenstation, dann wird Ihnen das im SADP-Tool als inaktives Gerät angezeigt und Sie können hier auch dann über das SADP-Tool ein Passwort generieren. Ich würde immer empfehlen, das Passwort, also wirklich dasselbe Passwort, wie Sie an den Innenstationen vergeben haben, zu verwenden. Ich mache das jetzt mal exemplarisch und vergebe hier ein Passwort. Dann müssen wir das Passwort nochmal wiederholen, um einfach zu bestätigen, dass alles korrekt war. Und im Anschluss klicken wir auf Aktivieren. Die erfolgreiche Aktivierung wird Ihnen durch die The Device is Activated angezeigt. Sollte hier was nicht stimmen, das heißt also mit Ihrer Verkabelung am Audio-Video-Verteiler oder in Ihren Netzwerkeinstellungen zu Hause nicht stimmen, dann wird Ihnen ein Timeout angezeigt oder ein anderer Fehler. Dann müssten Sie die Verkabelung nochmal überprüfen. So, jetzt haben wir das Gerät aktiviert, allerdings wird uns das Gerät noch mit der IP-Adresse im Auslieferungszustand angezeigt. Wir brauchen allerdings, um mit der Guarding Vision Software nachher weitermachen zu können, eine IP-Adresse aus unserem Heimnetzwerk. Und zwar können wir jetzt dem Gerät entweder über den DHCP-Server eine IP-Adresse beziehen lassen, indem wir hier einen Haken setzen und dann unser Administrator-Passwort, was wir soeben vergeben haben, oder eben das Passwort, das an der Innenstation vergeben wurde, eingeben. In unserem Fall verwenden wir eine IP-Adresse aus unserem Bereich, den wir hier in unserer Firma nutzen können. Und natürlich müssen wir dann auch noch das Gateway anpassen. Das ist jetzt nur für uns hier vor Ort.
Die passende IP-Adresse, das kann natürlich bei Ihnen abweichen. Sie müssten klären, was Sie für IP-Adressen beziehen können oder welche IP-Adressen Sie vergeben können. Ich würde immer empfehlen, die IP-Adressen automatisch zu beziehen über den DHCP-Server. So, jetzt bestätige ich meine IP-Adressenvergabe, indem ich mein Passwort eingebe und auf Modify klicke. Und hier wird auch nochmal bestätigt, dass die Modifikation geklappt hat. Und jetzt kann ich hier erkennen, aha, das Videomodul hat die IP-Adresse übernommen. Und jetzt kann ich das Gerät auch in der Guarding Vision Software einbinden. So. Wenn Sie die Guarding Vision installieren, dann müssen Sie auch für die Guarding Vision nochmal einen Account erstellen und sich anmelden. Und wenn Sie das erste Mal die Guarding Vision starten, startet die Guarding Vision in diesem Fenster. Und im ersten Schritt gehen wir immer über die Maintenance and Management-Seite auf unser Device-Management, also das Gerätemanagement, und können uns hier unsere Geräte hinzufügen. Und am einfachsten klappt das, indem man auf das Plus-Symbol, also auf Add, geht und das Gerät einfach händisch hinzufügt. Und ich benenne die Außenstation einfach auch gern als Außenstation und vergebe dann die IP-Adresse. In unserem Fall war das die 192.168.178.0. Hier müssen wir bitte nichts mehr anklicken und auch nichts verändern. Das Einzige, was wir machen müssen, ist eben den Username. Der ist standardmäßig immer Admin. Und unser soeben vergebenes Passwort. Und dann noch die Zeitsynchronisation aktivieren. Dann haben alle Geräte hinterher dieselbe Zeitzone und man hat auf allen Geräten eben dieselbe Zeit angezeigt. Das Passwort, das Sie hier eingeben, ist ja normalerweise für die Außenstation das Passwort, das an der Innenstation bei der Einrichtung vergeben wurde. Hier möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es an der Innenstation immer wieder dazu kommt, dass Passwörter, naja, nicht falsch eingegeben werden, aber die Groß- und Kleinschreibetaste ist an der Innenstation eine Feststelltaste. Und es kommt dazu, dass wenn man einen Buchstaben beim Passwort groß schreiben möchte, eben alle Buchstaben hinterher groß geschrieben werden, da man vergisst, die Groß-Kleinschreibetaste nach dem Großschreiben wieder zu deaktivieren. Wenn Ihr Passwort nicht angenommen wird, dann würde ich Sie bitten, zu versuchen, mal alle Buchstaben des Passworts groß zu schreiben. So, und nun klicken wir auf Hinzufügen, auf Add. Und wenn alles geklappt hat, wird uns das Gerät nun in der Guarding Vision auch als Online-Gerät angezeigt und ich kann eine Konfiguration über das Zahnrad vornehmen. Hier die Remote Configuration aufrufen. Und hier habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen. Zum einen zum Beispiel die Zeiteinstellungen. Ich kann mir über den NTP und den Windows-Zeitserver auch die Zeit von einem Server beziehen. Und wenn ich das angeklickt habe und diese Einstellung hier übernommen habe, dann klicke ich einfach auf Speichern, auf Save. Und nun hat die Außenstation auch die richtige Zeit. Ich möchte hier jetzt nicht weiter auf die ganzen Möglichkeiten der Guarding Vision eingehen. Für Sie wird wahrscheinlich am interessantesten sein, wie man die Außenstation, den Türöffner, die Türöffnungsdauer einstellt. Und hier gehen wir einfach auf den Reiter Intercom und auf die Access and Elevator Control und ändern für den Türöffner 1 in diesem Fall die Door Unlock Duration auf die gewünschte Zeit. Wir empfehlen zwischen 3 und 4 Sekunden zu wählen. Das ist meistens passend und
Nach der Eingabe bestätigen wir wieder mit einem Klick auf Save. Eine weitere interessante Einstellung an der Außenstation ist die Lautstärke des Freizeichens. Der Klingelfreizeichenton ist auf Lautstärke 7 voreingestellt, da wir aus der Erfahrung heraus mittlerweile sagen können, dass das den meisten Kunden zu laut ist, kann hier die Lautstärke über die Output-Volume der Außenstation dieses Freizeichen reguliert werden und auch ganz abgeschaltet werden. Auch hier wieder immer auf Save klicken. Die letzte Einstellung, auf die ich jetzt noch eingehen möchte, ist die White Dynamic Range des Kameramoduls. Und zwar gehen wir dazu auf die View Scale und dann auf die Videoparameter. Und zwar hat unsere Kamera die Möglichkeit, wenn Sie die Außenstation an einer Stelle montiert haben, wo Sie, naja, starke Lichtunterschiede haben, das heißt, sie ist in einem an einem Schattenplatz montiert und vor Ihrem Haus scheint aber die Sonne relativ stark eben auf die Umgebung, können Sie das Bild etwas verbessern, indem Sie die White Dynamic Range aktivieren. Das werden Sie nun auf unserem Bild hier nicht erkennen. Wir haben das Kamerabild etwas ausgeblendet, damit man nichts erkennt. Allerdings ändert sich einfach die Kontrastwiedergabe und man hat ein deutlich besseres Bild, wenn hohe Kontraste bei Ihnen vor Ort vorhanden sind. Ja. Das soll es für dieses Video auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte damit ein wenig für Klarheit sorgen, wie man die Geräte eben in diese Programme einbindet, wie man in dem SADP-Tool IP-Adressen vergibt, wozu es überhaupt dient. Das SADP-Tool ist auch ganz hilfreich, um einfach zu erkennen, ob die Geräte auch wirklich sauber angeschlossen sind. Vor allem bei der Zweidraht-Variante kann man hier erkennen, indem man immer wieder auf den Refresh-Knopf drückt, ob die Geräte auch wirklich sauber angeschlossen sind und immer wieder auftauchen und stabil auftauchen. Und dann kann man sich auch sicher sein, dass der Anschluss der Verkabelung wirklich korrekt durchgeführt wurde. Okay. Vielen Dank für das Anschauen des Videos. Ich hoffe, ich konnte damit ein wenig weiterhelfen und bis dahin.